So, Freunde, herzlich willkommen zurück zur vierten Folge mit dem rollenden R, wie ich gerade gemerkt habe. Ja, ich bin halt Franke, so ist es. Und tja, Telekom, das Telekommando schlägt, sage ich mal, kehrt zurück. Ja, so ist es. Und wir spielen heute in der vierten Folge weiter. Wir haben natürlich nicht irgendwie in die Lösung geschaut oder so, sondern wir wissen es einfach nicht mehr, wie das Spiel so funktioniert. Nachdem jetzt der Computer wieder läuft, der Aufzug läuft, die Klimaanlage läuft, Faxe zum Teil schon raus sind, haben wir schon einiges erreicht. Wir sprechen trotzdem mal mit dem Bodenjungen, der wieder nichts zu erzählen hat wahrscheinlich. Aber das ist nicht so schlimm. Ah, kennst du dich mit Computern aus? So ein bisschen. Warum kann ich dir vielleicht helfen? Ich versuche gerade, das Terminalprogramm auf dem PC zu starten, aber kenne das Passwort nicht. Bad luck. Aber das hilft wohl nur ausprobieren. Schlaumeier, hast du irgendwelche Vorschläge? Versuch es mal mit Umweltschutz oder Klaus Günther. So heißt der Mann unserer Geschäftsführerin. Danke. Das hat mir jetzt weitergeholfen. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der ausgerechnet das weiß, aber gut. Ist halt so. Der zockt ja auch Klotztriss. Also muss das wissen. So, Freunde, sprechen mit dem Computer, wollte ich jetzt sagen. Aber benutzen wir jetzt den PC. So, Umwelt, falsches Passwort. Okay, benutze PC. Umweltschutz, falsches Passwort. Benutze PC, Klaus Günther. Wie jetzt? Grüner Punkt. Ach Leute, die sind schon wieder alle falsch. Außer Tümmler, das könnte jetzt vielleicht noch gehen. Ach, also ich gebe es jetzt auf, das ist ja auch ein Quark. Das ist. What the hell? Wieso sind die alle falsch? Warum habe ich den Typen überhaupt gefragt? Wenn er es nicht weiß, ich spreche jetzt nochmal mit dem, was soll denn das? Die Zeit läuft mir davon. Hast du vielleicht Mobilfunk oder Fangschaltung? NSA. Hört sich seltsam an. Übrigens mit deinem Klotztriss. Schon neuen Rekord? Sabotage. Andererseits war die Sache mit dem PC bisher sowieso komisch. Hier zu probieren. Also gut. Ich denke, es ist so Trial and Error. Das ist so gewollt. Es ist einfach so gewollt, dass du 5000 Mal die falschen Wörter nimmst, ehe du dann dadurch, dass sie falsch waren, das Probieren erst den Trigger aktivierst, dass die auch die richtigen mal rausrücken. Naja, gut. Benutze PC. Sabotage. Passwort korrekt. Sabotage? Das ist oh, Sabotage. Egal. Also, das war bestimmt nicht das ursprüngliche Passwort für diesen PC. Ja, ach was. Zuerst das Betriebssystem löschen und dann das Passwort verändern. Oh, ganz dreist, hä? Da wollen wir irgendeiner ganz sicher auf Summa sicher gehen. Ah ja, ich würde ja gerne, aber keine Nummer. Ja, benutze PC. Kenne aber keine Nummer. Ja, benutze Einloggen schreiben mit PC. Benutze. Was? Wozu habe ich jetzt den PC überhaupt repariert? Naja gut, wahrscheinlich, damit ich jetzt mit dieser anderen Frau reden kann, die die ganze Zeit moniert, dass ihr PC nicht geht. Nicht läuft sozusagen. Die war ganz unten. Ganz, ganz unten. Tür. Und ab zum Pförtner. Sprich mit Pförtner. Vielleicht weiß er was Neues. Na gut. Zum Treppenhaus. Geradeaus zum Treppenhaus. Hier in der Zentrale von Umwelt 2000, wie die Firma heißt. Und dann zur Kantine. Das Movement Speed gehört ja auch mal erhöht, oder? Was findet ihr? Wahnsinn. Also gut, die Tatentippistin, die müsst ihr jetzt eigentlich mal mit sie reden lassen. What the hell? Ich hab doch dann dämlichen. Dumm, doofen PC gerade repariert. Ach, Freunde der Sonne.
Na gut, dann rufe ich jetzt nochmal bei der Telekom an. Die 1-Karte mit Funktelefon benutzen und wähle die Telekom-Zentrale. Ich weiß zwar jetzt nicht genau. Ah ja. Rufen wir bei der Telekom Japan an. Hier spricht Ego Schlüter. Wie ist das Wetter bei Ihnen? Hier scheint die Sonne, aber wir haben viel. Aha. Ruf dann nochmal an. Ich brauche die Faxnummer eines Teilnehmers aus Tokio. Wie heißt denn der Teilnehmer? Das ist die WWF-Zentrale in Tokio. Also gut, die Nummer lautet 00888. Neun sechs sieben vier fünf. War das richtig? Jawohl, Sie haben richtig verstanden. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kollege. Nicht zu danken. Das war die Telekom Tokio. Gibt es die wirklich? Okay, Polizeinotruf. Okay, die haben besetzt. Ja, ist klar, die Polizei hat die Hörer einfach abgenommen. Naja, egal. Dann haben wir jetzt das mit der Faxnummer für Tokio. Aber wir gehen nochmal in den Keller, weil wir müssen diesen Saboteuren sabotieren. Ja. Lüftungsschacht. Öffne Lüftungsschacht. Das machen wir jetzt mal. Ohne einen guten Plan kriege ich nicht die Lüftungsschächte. Warum? Wieso hast du keinen Plan? Benutze Lüftungsschacht. Benutze Leiter. Nein. Benutze Seil mit Lüftungsschacht. Ja, ansonsten habe ich hier nichts, was Werkzeugkasten halt, ne? Benutze Satzschüssel. Benutze Werkzeug mit Satzschüssel. Benutze. Nee, benutze nix. Halt, im Keller war ein Fenster. Benutze Fenster. Benutze Seil mit Fenster. Benutze Leiter. Puh, ach, leck mich. So. Jetzt gehen wir vielleicht Game Over, weil wenn wir die Heizungs. Nee. Klimaanlage. Ach, und die Fenster alle öffnen, dann heißt es, ihr habt hier verschlüttert, weil ihr habt hier quasi wertvolle Energie verschleudert, weil die Fenster alle offen waren, während die Heizung und Klimaanlage gelaufen sind oder so. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist hier ein Werbespiel. Was soll da groß passieren? Da. Ich spreche jetzt trotzdem nochmal mit dir. Ah, wo finde ich Ihren Onkel? Am besten ist, Sie rufen ihn per Modem an, damit er die Pläne über. Aha. Aha. Ah, jetzt hat sie doch mal was gesagt. Also gut. Also gut. Dann. 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 Per Modem hat der Arzt aber gesagt. Also da muss man irgendwie. Da muss man nochmal einen Aufzug. Aber vorerst zur Eingangshalle, sonst kommen wir da nicht hin. Also gut, die Datentypistin war endlich mal zu was gut. Das erste Mal überhaupt im ganzen Spiel. Unglaublich. Und da habe ich es gerade nicht erwartet, dass überhaupt was. Ne? Ich sprich mit Pförtner, vielleicht weiß der da was Neues. Wenn wir schon hier sind. So soll es ihn halt anschauen, das soll es mit ihm reden. Okay, Aufzug. Da wir jetzt mit dem Aufzug fahren wir erstmal in den ersten Stock, dann zur Tür raus und dann gehen wir ins Buchhaltungszimmer, denn da war noch was zu erledigen, glaube ich. Sprich mit dem Buchhalter. So, falls der jetzt nichts weiß, benutzen wir die BDX-Sache hier nochmal.
Benutze BTX Terminal. Okay, also hier ist auch alles erledigt, was wir gerade so erledigen können. Da dem so ist, müssen wir noch mal eins weiter, und zwar mit einem Aufzug. Und zwar in Stockwerk 2 und die Tür öffnen. Und da müssen wir zum Labor. Ich glaube zwar eigentlich nicht, aber ist egal, wir probieren es nochmal. Sprich mit Programmierern. Geräte, Waschbecken, okay. Also da ist auch nichts drin, was man gebrauchen könnte. Gut. Nachdem dem so ist, gehen wir da auch weiter und gehen nochmal zum Aufzug und fahren den vierten Stock, weil den dritten kommen wir ja nach wie vor nicht rein. Aber wir haben da, das werden wir schon noch hinkriegen. Wir fahren also in Stock 4, öffnen die Tür und gehen nochmal ins Vorzimmer und benutzen PC. Wen soll ich jetzt anklingeln? Ach, das ist dieser Japaner. Ach so. Ha. Puh. Puh, das ist aber verschlüchtert hier. Das ist ja eine Sache. Alle Teilnehmer benachrichtigt. Ah ja. Kein Problem. Kenntnisse über Kommunikationsmittel wie Fax lernt man bei Telekom in der Ausbildung auch für Bürokommunikation. Okay, alle Teilnehmer eingeladen. Jetzt haben wir noch die Liste. Ja, das ist eigentlich erledigt. Das ist erledigt. Die Teilnehmerliste ist raus. Es ist eigentlich alles erledigt, sozusagen. Also, wir gehen jetzt mal zur Chefin, weil es ist alles erledigt. Also, alles, was sie uns aufgetragen hatte, zunächst mit der Einladungsliste und Teilnehmerliste, haben wir alles. Nun, Ah. Okay. Naja, gut. Der eine Onkel von der einen und so, der hat ja einen Geländeplan. Der Plan wäre wichtig, wenn wir damit wahrscheinlich ins andere Stockwerk kommen. Aber. Puh. Es ist halt irgendwie so. Ich kam da jetzt mit dem PC nicht weiter, also von wegen der Nummer und so. Wir gehen dann einfach nochmal zum Treppenhaus und schauen aus. Nein, reimt sich nur so schön, aber wir gehen zur Kantine. Und sprechen nochmal mit der. Ich brauche ihre Hilfe, jawohl. Wie war das genau mit dem Onkel und dem Haus? Wie erreiche ich Ihren Onkel? Die Nummer lautet, na also 004206. Ich spreche noch mit ihr, weil ich konnte sie nicht so schnell schreiben. Ach so, okay, die merkt er sich wahrscheinlich selber. Jetzt haben wir die Nummer, jetzt können wir quasi wieder da zurück. In Eingangsbereich. Dann natürlich wieder in Aufzug. Dann natürlich wieder in den, ich glaube, ersten Stock. Und wenn wir den Gebäudeplan haben, kommen wir auch in den dritten Stock. Weil ohne einen Plan macht er das ja nicht, hat er gesagt. Aber mit dem Plan wäre es möglich. Also aufwärts, Tür öffnen. So, und hier angelangt können wir wieder ins Vor.
Nee. Dann war es doch im vierten Stock. Beim zweiten war nur das Labor. Also gut, vierter Stock, Tür öffnen. So, zum Vorzimmer. Also per Modem wählen wir jetzt mit dem PC die Nummer 0042 irgendwas. Connect 14400. Also das hat funktioniert. Jetzt nur schnell die Sachen mit den Plänen erklären. Mein Name ist Tippel Tippel Tipp. Pläne senden. Da kommt was. Tippel Tippel Tipp. Herzlichen Dank. Bye. Na bitte. Die Pläne sind jetzt im PC abgespeichert. So, benutze PC. Warum? Die haben die Architekt schon übertragen. Okay. Ah ja, müssen sie ausdrucken. Natürlich, die Pläne müssen wir ausdrucken. So, jetzt habe ich den Blauplan, Bauplan. Okay, also haben wir hier auch alles erledigt. So, nachdem er jetzt den Plan hat, kann er ja eigentlich zum Fenster rausgehen. Schaue, Bauplan. Das ist genau, was ich brauche. Aber leider verstehe ich die französischen Bezeichnungen nicht. Naja, gut, benutze Feuerleiter. Ach so, ja gut, er kann jetzt unten im Keller den Lüftungsschacht benutzen. Glaube ich. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Aufzug. So. Das war das Erdgeschoss. Und da geht die Tür auf. Und da gehen wir ins Treppenhaus. Und von da gehen wir in den Keller. Und im Keller sollten wir jetzt mal aber wirklich. Na, das dauert aber. Nochmal da den Lüftungsschacht benutzen. Und dann müsste er ja eigentlich, weil er vorhin gesagt hat, er braucht nur einen Plan, dann macht er das auch. Da jetzt durchsteigen können. Wieso? Du hast doch einen Benutzer. Du hast doch den. Ich gehe dir gleich an die Gurgel. Wozu in aller Welt hast du diesen komischen Plan eigentlich bekommen? Gut. Also gut. Dann eben nicht. Dann gehen wir nochmal so kurz, dann kann, vielleicht spricht die Frau nochmal mit uns. Wahrscheinlich eher nicht. Ach, der versteht einige der französischen Bezeichnungen nicht. Ja, gut. Wenn das alles ist, dann würde ich sagen, gibt es die Möglichkeit, dass es irgendeiner im Haus übersetzen kann. Der Pförtner vielleicht. Aber wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, das wird die Chefin selber können. Oder wir rufen die. Naja, wir schauen mal weiter. Aufzug. Wobei, ich gucke erstmal mal. Benutze dat mit der 1-Karte. Vielleicht weiß die Telekom was. Okay, also anrufen nützt gerade auch nichts, aber dann haben wir noch die Möglichkeit Aufzug. Stockwerk 1. Muss ja irgendwer wissen. Die Buchhaltung könnte rüber. Der muss doch zu irgendwas gut sein, der Mensch. Der muss doch zu irgendwas gut sein. Ist gut, dann hilft er uns halt wieder nicht weiter. Schon das ganze Spiel über. Dann gehen wir eben in den Aufzug, weil in der Telefonzentralanlage war ja alles in Ordnung. Und zweiter Stock.
und gehen in die Tür. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wenn ihr hier weiter bei Let's Play Telekommando die nächste Folge, die fünfte, ansteht, bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Ego-Schlüter. Let's Play. Bis dahin, ciao, Freunde.